Ja, in diesem Video geht es wieder einmal um eine Pflanze, welche mehr in den südamerikanischen Gefilden zu finden ist, so ähnlich wie die Graviola, über die einige Videos auf meinem Kanal existieren. Doch natürlich vorerst einmal hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du mit dabei bist und dich vor allem für deine eigene Gesundheit interessierst. Wir besprechen in diesem Video die Katzenkralle, genau richtig gehört, die Katzenkralle oder Cat's Claw, beziehungsweise auf Spanisch Una de Gato. Dass die Pflanze neben der Stärkung des Immunsystems bei rheumatoider Arthritis und bei Autoimmunkrankheiten ihre Dienste leistet, doch darüber hinaus noch eine ganz spezielle und unglaubliche Eigenschaft hat, erfährst du wie immer nach dem Intro. Ja, vorab schon mal wichtig zu wissen, die meisten Forschungen betreffen die Uncaria tomentosa. Das ist die Art, die am besten erforscht ist und bei uns ist die Pflanze noch ziemlich neu. Die indigene Bevölkerung in Südamerika jedoch benutzt die Pflanze schon lange als Heilmittel gegen Entzündungen, gegen Rheuma, Magengeschwüre, Ruhr und sogar gegen Tumore. In der südamerikanischen Volksmedizin wird sie ebenfalls zur Behandlung von Arthritis, Darmbeschwerden und Wunden eingesetzt. Doch am eindrucksvollsten ist die wissenschaftlich bestätigte Fähigkeit, DNA-Schäden zu reparieren. Genau richtig gehört, DNA-Schäden zu reparieren. Und das ist doch auf jeden Fall mehr als interessant. Die Katzenkralle wirkt nicht nur antiviral, sie verfügt auch über entzündungshemmende, antimutagene und antioxidative Eigenschaften und wird eben eingesetzt bei rheumatoider Arthritis, bei Krebs, bei DNA-Schäden eben, bei Immunschwäche, Bluthochdruck, entzündliche Darmerkrankungen wie zum Beispiel eben Morbus Crohn, eben auch bei Verdauungsbeschwerden und bei Virusinfektionen, zum Beispiel auch bei Herpes oder eben auch bei HIV. In Laborstudien konnte auch gezeigt werden, dass die Katzenkralle das Immunsystem stimuliert, indem es die Anzahl der weißen Blutkörperchen steigert, die Blutgefäße weitet, harntreibend wirkt und glatte Muskeln wie eben auch den Darm ziemlich entspannt. Jetzt schauen wir uns doch noch die interessanteste Wirkung, wie schon gesagt hat, an, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ja, In vivo Studien haben eben gezeigt, dass wasserlösliche Extrakte der Katzenkralle die Reparatur von DNA-Schäden, die Reaktion der Mitogene, das heißt die Zellteilung der B- und der T-Zellen wird eben dadurch angeregt und das ist eben sehr, sehr wichtig für die Immunabwehr, sowie eben auch die Erholung der Leukozyten eben nach Schäden hervorgerufen durch Chemotherapie, auch diese erholen sich besser als ohne Katzenkralle. Eine 2001 durchgeführte Studie erforschte die Wirkung wasserlöslichen Katzenkrallenextraktes. 250 bis 350 Milligramm pro Tag wurden hier Freiwilligen, die zuvor eben eine Chemotherapie durchlaufen hatten, gegeben. Und der Testzeitraum betrug in dem Falle 8 Wochen. Die Ergebnisse waren grandios. Die Wissenschaftler konnten einen deutlichen Rückgang der DNA-Schäden verzeichnen. Außerdem waren in beiden Gruppen die Katzenkralle-Namen die DNA-Reparatur im Gegensatz zur Kontrollgruppe stark verbessert. Beide Gruppen zeigten eine wesentlich höhere Anzahl an Blutkörperchen, an weißen Blutkörperchen. Das ist natürlich wunderbar, da durch die Chemotherapie normalerweise ja die weißen Blutkörperchen stark eliminiert werden, wodurch das Risiko für weitere Infektionen natürlich wesentlich ansteigt. Eine Studie auch aus 2006 hat die Wirksamkeit des Katzenkrallenextraktes auf die DNA-Reparatur bei Hautzellen auch untersucht und dabei wurde auch klar, dass die Katzenkralle durch UV-Strahlung hervorgerufene DNA-Schäden reparieren konnte. Ja? Also wäre Katzenkralle auch als Sonnenschutz wohl ein hochpotentes Mittel. Ja, leichte Nebenwirkungen können auch auftreten, das auch zu erwähnen, wie eben Schwindel, Übelkeit oder eben auch Durchfall. Das müsste aber jedoch nach einiger Zeit wieder verschwinden. Solltest du zum Beispiel Blutdrucksenker und Medikamente zur Immunmodulation einnehmen,
auch am besten mit deinem Heilpraktiker oder Arzt deines Vertrauens eben besprechen. Ja, sonst immer in absoluter Eigenverantwortung, meine Lieben. Ja, in dem Sinne, machen wir es nicht allzu lang. Katzenkralle repariert geschädigte DNA, so die Forschung und noch einiges mehr. Also mache dir öfter mal einen Tee aus Katzenkralle oder probiere einfach auch die Nahrungsergänzung aus. In dem Sinne, lasse mir einen oder mehrere Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal und drücke natürlich auf die Glocke, damit du jede Information bezüglich eines neuen Videos erhältst. Schau auch in meine Infobox, da ist auch meine Homepage angegeben, bewusst gesund, geosixlebensmut.at. Hier findest du noch viele, viele andere Informationen und eben auch Nahrungsergänzungsmittel und Mittel, die ich persönlich ausprobiere und empfehle. In dem Sinne, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund oder wenn ihr es noch nicht seid, dann werdet gesund, weil das ist in jedem Fall sowieso das Wichtigste. Wir sehen uns. Baba, ciao, tschüss und servus.